So, und damit willkommen zurück zur Open Beta von Star Wars Battlefront. In dieser Folge hatte ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal die Singleplayer-Mission an, beziehungsweise die Einzelspieler, falls es hier schon irgendwas gibt. Nicht verfügbar in der Beta, es gibt scheinbar Training, Battle und Survival. Okay, das Einzige, was noch aktuell möglich ist, scheint der Survival zu sein. Von daher bin mal gespannt, was man da so machen muss. Wir haben vier verschiedene Maps zur Auswahl. Es sind Tatooine, Sulust, Endor und Hoth. Zwei davon kennen wir bereits. Allerdings, einzig spielbar ist Tatooine. Fight increasingly more difficult Imperial forces on Tatooine after a daring escape from an Imperial attack. Ich bin gespannt. Wir werden uns das Ganze jetzt mal kurz anschauen. Das Ganze lässt sich auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen. Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Ich schaue mir das gerade zum ersten Mal an. Von daher, das, was ihr jetzt seht, ist meine Ersterfahrung hiermit. After daring escape from Imperial attack, you find yourself stranded in a desolate canyon on Tatooine. Admiral Akbar has ordered a rescue operation, but the Imperial forces are rapidly closing in on your position. You will have to fight until help arrives. May the force be with you. Okay, hier gibt es scheinbar auch ein paar Achievements. Normal, complete on normal difficulty, hard, complete on hard difficulty, master, complete on master difficulty. Hard und master können wir scheinbar nicht spielen. Yep, hier steht es immer dran. Hard and master difficulties are only available in the main game. Okay, dann gibt es noch no deaths, dass man halt nicht stirbt. Collectibles, dass man alles darüber eingesammelt hat oder freigestellt hat. Okay. Wir werden erstmal alleine spielen, weil ich gerade niemanden zur Hand habe, der das erstens mit mir spielt und zweitens dabei aufgenommen werden wollen würde. Von daher gucken wir das Ganze mal im Singleplayer an. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Wie das läuft. Und ob es auch so einwandfrei funktioniert, weil, wie gesagt, Ersterfahrung. Was nun hier passiert oder was ihr hier gleich sehen werdet, ist meine Ersterfahrung mit diesem Modus. Es könnte sein, dass wir gleich erstmal sinnlos umherlaufen und sterben, weil ich keine Ahnung habe, was ich zu tun habe. Aber mal schauen. Allein dadurch, dass es ein Survival ist, müssten wir irgendwie... Ah, okay, wir haben trotzdem Zugriff auf sowas. Ah, interessant. Wir bleiben mal beim dem da. Man kriegt vorgesetzte Kids scheinbar. Not my best landing. Sehr interessant. Es sieht sehr cool aus, aber jetzt heißt es Get Ready, Wave 1. Bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert. 5 Gegner gibt es. Und ich... Ne, 5, mindestens 5 gibt es. Keine Ahnung, wo die herkommen könnten. Wir haben theoretisch ein Schild, aber das steht uns gerade nicht zur Verfügung. Bin gespannt. Irgendwo hinter uns. Einer ist weg. Am besten nicht getroffen werden. Das ist der Trick an der Sache. Hoppla. Wir werfen mal kurz. Ich will wissen, was das ist. Okay, das ist gerade nichts, was ich haben möchte, scheinbar. Den haben wir. Interessant. Dass es so einen Modus in diesem Spiel gibt. Dieses Spiel scheint unglaublich umfangreich zu sein auf gewisse Weise. Das wollen wir mal schauen. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe so das Gefühl, ich laufe einfach irgendwie durch die Gegend. Bis ich irgendwie auf das Imperium treffe und die mich dann zerbolzen wollen. Es sind mindestens 5. Das sind genau 5. Von wo? Ach, da oben. Oh, der hält viel aus. Wir sind manche tatsächlich bei ziemlich viel aushalten. Das gefällt mir nicht wirklich. Einer ist noch da. Gut, haben wir.
Läuft bis jetzt ja ganz gut. Ich finde den Modus sehr interessant. Man muss ja mal so feststellen, das Spiel ist wirklich umfangreich. Claim the pod. Okay, dann wollen wir nochmal rüber. Gut, dass ich gerade genau in die Gegensatzrichtung geflogen bin. Wollen wir uns mal schnell beeilen, bevor das Imperium da ankommt. Was? Ein AT-ST? Oh, hier kommen wir sogar rein. Das ist cool. Okay, wir haben das Ding noch. Ich glaube, das brauchen wir auch. Ich höre ihn. Da hinten ist er. Bitteschön. Oh Gott, das geht kaputt. Okay, gut zu wissen. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Aus Gründen. Gott, der ganze Kram hier geht kaputt. Das ist schlecht. Ich aktiviere mal kurz mein Schild und verkrümel mich. Oh, das war die falsche Taste. Aua. Habe ich schon gesagt, dass ich Angst vor dem Typen da oben habe? So ein bisschen. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht hier runter. Ich möchte gerne meinen Jump Pack nutzen, allerdings. Na komm her. Brauchst dich nicht, was? Oh. Das war schlecht. Also von mir aus können da ruhig gerne wegbleiben. Es läuft ja auch kein Countdown oder so. Zumindest sieht es nicht so aus. Läuft da ein Countdown? Da ist er. Los, Ziele. Wunderbar. Das ist ganz schön aufreibend. Okay, wir sind hinter dem Stein, glaube ich, gerade recht sicher. Oh, das Ding kommt auf mich zu. Jetzt kriege ich langsam ein bisschen Schiss. Schnell. Wo ist es? Wo ist es? Da. Na, Überraschung. Wunderbar. Und wir haben eine Blaster-Cannon gekriegt. Okay, die stellen wir aber mal hier hin, würde ich sagen. Cannon-Deploy hier, von wegen. Dann haben wir noch hier ein Orbital Strike. Cool. Und irgendwo steht ein Sniper rum. Das ist ungünstig. Snipern wollte ich eigentlich recht wenig zu tun haben, nach Möglichkeit. Weil Sniper sind immer so eine unangenehme Erfahrung. Bitteschön. Ah! Wird er auf einmal direkt vor mir. Das müssen auch nicht sein. Autsch. Oh oh, oh oh. Wir haben eine Annäherungsmine gerade noch gekriegt. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen unsicher. Habe ich das schon mal erwähnt? Da war gerade noch ein Sniper. Oh ho ho. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Das ist so ein dicker. Okay, besiegt. Hui. Hui. Wir schmeißen mal kurz hier so eine Mine hin. Das wird nicht einfacher, habe ich so das Gefühl. Das wird definitiv nicht einfacher. Wir haben noch das da, das dürfen wir nicht vergessen. Okay, wir sollten vielleicht nicht hier stehen bleiben, wenn da das Imperium von der Seite ankommt. Bisschen aufpassen. Der muss... Oh Gott, die haben Schild. Das ist schlecht. Ich habe auch gerade auch keine bessere Waffe zur Hand. Das lief gut. Das lief richtig gut. Drop-Pod. Jetzt noch. Okay, wir werden uns mal da hinten begeben, schnell. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Ich muss da hoch. Wie soll ich denn da hoch? Frag mich, was jetzt kommt. Das habe ich befürchtet.
Schnell, nimm das ein. Wo ist denn der AT-ST? Da. Du Junge. Oh, 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 oh. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unsicher. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, da ist eine Wand im Weg. Das ist schlecht. Da war die Map zu Ende. Wo denn? Hör auf damit, das ist meins. Meins. Das brauche ich. Nein, 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 nein. Geh weg. Der ist weg. Okay, kriegen wir den? Wunderbar. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor den Snipern, ehrlich gesagt. Oh, 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 der hat es auf mich abgesehen jetzt. Ich gehe mal kurz hier runter. Das ist ganz schön nervenaufreibend, so ein bisschen. AT-ST? Ich sehe seinen Schatten, aber ich sehe ihn nicht. Oh, oh. Hi, na Kollege. Wie geht's? Habe ich ihn erwischt? Ja, ich weiß. Muss da hoch. So, nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wunderbar. Schnell das Ding einnehmen, bevor wir weiter angegriffen werden. Und wieder runterspringen. Juhu. Der ist weg. Wir haben noch das Ding. Oh, den habe ich scheinbar nicht erwischt gerade. Wunderbar, jetzt haben wir es erwischt. Ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen darum. Aber es noch klappt es ja irgendwie. Ich glaube, das ist auch der letzte Gegner, den wir da haben. Greifen wir schon mal das Teil. Wo ist er? Da. Tschüss. Oh, oder auch nicht. Hm, nicht ganz so, wie ich es erhofft habe. Ich kann aber ein bisschen so draufhalten. Ich meine, das funktioniert ja auch. Oder auch nicht. Na komm. Okay. Interessant. Interessant. Das war der Survival-Modus. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Runde spiele. Drücke auf Continue und guck, was passiert. Können wir jetzt auch irgendwas Besonderes machen? Bin mir da gerade gar nicht sicher, weil ich stehe jetzt Replay und Exit. Würde gerne die anderen Modi austesten, aber das geht ja leider nicht. Ich drücke mal auf Replay und guck, was passiert. Wenn wir jetzt dasselbe nochmal machen, gehe ich wahrscheinlich raus. Oder machen wir noch eine Runde? Ich glaube, wir machen noch eine Runde. Wir hängen noch eine Runde dran. Irgendwas Schönes wird schon passieren. Hoffentlich. Vorausgesetzt, das Spiel crasht nicht. Das kann auch mal passieren. Wenn das Spiel jetzt crasht, dann ist das Ganze wahrscheinlich auch vorbei. Es hängt bisher noch im Ladescreen fest. Ah, wir können ja mal eine andere Waffe nehmen. Zum Beispiel das Ding. Und wir noch das andere Teil hier mal nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das haben wir gerade schon mal gesehen. Im Koop ist das garantiert ziemlich cool. Aber ich kann noch mal kurz darauf ansprechen, was ich eigentlich schon ansprechen wollte. Ja, ich weiß. Was ich eigentlich schon ansprechen wollte. Das Spiel ist super umfangreich bisher. Es hat unterschiedliche Modi. Es hat einen Survival-Modus. Wo denn? Seht ihr noch nicht mal? Ach, da unten. Ich finde es gerade so ein bisschen blöd, dass wir jetzt zwar die Barrage haben hier. Allerdings keinen Ion-Shot mehr, weil ich habe keine Aufladung dafür. Das ist ein bisschen ungünstig. Irgendwer hat gerade eine Granate nach uns geschmissen. Da muss man echt aufpassen. Okay, Welle 1 haben wir tatsächlich geschafft. Frage ist nur, wem wir die anderen hin? Ich habe das andere Kit mal genommen, so in Anführungsstrichen. So. Ja, ich weiß. Was haben wir denn da hinten Schönes? Die erste Distanz auszuschalten ist schon mal wesentlich angenehmer. Weil die treffen genauso schlecht wie ich gerade.
Beziehungsweise ich habe ja eigentlich 3 getroffen. So. Au, 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 au. Nicht gut, nicht gut. Nachladen, beziehungsweise abkühlen lassen und feuern. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Und Welle 2 geschafft. Sieht gut aus. Ich möchte gleich mal die Barrage hier ausprobieren. Das ist ein Granatwerfer. Okay, wir gehen mal schnell zum Dropport hin. Das Problem ist, wenn man weiß, wo die Pods sind, hat man es natürlich gleich wesentlich einfacher. So. Pod gehört mir. Ich frage mich, ob es... Genau. Jetzt haben wir es nämlich mit dem AT-ST zu tun. Frag mich, wo der herkommt. Ich werde dich mal ein bisschen nach vorne bewegen, um ihn vielleicht schon abfangen zu können. Da haben wir ihn. Oh, 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 oh. Hoppla. Also, den Granatwerfer finde ich jetzt nicht so gut. Ich habe jetzt aber mal die Ionenschuss aktiviert und ich sehe den AT-ST nicht mehr. Das ist natürlich toll. Das ist total verschwendet. Der Escape-Pod ist unter unserer Kontrolle. Bleibt das jetzt aktiv, bis ich schieße? Das kommt mir ganz so vor. Holen wir kurz den Granatwerfer raus. Oh, 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 und wir haben ein Squad-Shield. Cool, das Squad-Shield finde ich super. Ich werde es mal kurz hier hinwerfen. Obwohl, mir das lohnt sich eigentlich nicht, oder? Jetzt schon das Squad-Shield dahin zu schmeißen, ist eigentlich Verschwendung. Ich hoffe mal, der kann das Ding nicht zerstören. Den zu zerstören ohne irgendwelche Hilfsmittel ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, der kommt bis gerade hier hoch. Ich aktiviere mal kurz das Ding hier. Mal ein bisschen Ruhe. Mal kurz das noch einsammeln. Au, 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 au. Wie eine Blaster kennen. Können wir die von hier aus aktivieren? Oh ja, das geht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist gerade. Oh, das wollte ich nicht. Hoppla. Ich wollte eigentlich nicht wegspringen. Ich wollte eigentlich die Barrage aktivieren. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Ich hoffe mal, der zerstört mein Blaster-Ding da nicht. Weiß er noch überhaupt irgendwo ist. Da hinten ist er. Guten Tag, Herr AT-ST. Bitteschön, 3 Granaten für dich. Komm schon. Prima. Wir kriegen noch einen Thermal Imploder. Das ist cool. Freut mich. Wir sollten die Barrage häufiger nutzen, glaube ich. Ja, aber die sollten wir so häufig nutzen wie möglich. Und ich gehe mal ein Stückchen nach vorne. Vielleicht finden wir ja irgendwie ein interessantes. Vielleicht treffen wir auch gleich auf... Ach je. Ich hau schon ab. Ich hau schon ab. Ich hab's verstanden. Wir haben noch das Schild. Nicht mehr. Okay, das Schild haben wir nicht mehr. Das ist blöd. Gut, die haben wir alle erwischt. Nein, ich wollte es nicht benutzen. So. Puh, 4. Welle abgeschlossen. Da vorne liegt, glaube ich, ein Leben rum. Das hatte ich auch schon am Ende der letzten Runde noch gesehen. Ah, Jump Troopers. Na super. Irgendwo liegt hier ein Leben rum. Einmal bitte schön ein paar Granaten. Ich glaube, ich sollte aufpassen vor den Jump Troopern, weil die machen doch böse Schaden. Aua. Wir haben zwar ein paar mehr Leben, allerdings nicht so viele, dass ich sagen könnte, ich hause mal eben alle auf den Kopf. Hier. Ja, da haben wir noch ein paar erwischt. Sehr gut. Schnell zurück zu unserem Geschütz. Granatwerfer rausholen und dann mal schauen. Überraschung. Wobei, für den einen hat sich das nicht wirklich gelohnt. Die Typen mit ihrem Schild sind teilweise echt lästig. Ich hoffe, der kommt nicht hier rüber.
Doch, er kommt natürlich hier rüber. Geh weg. Danke. Ich werde mal kurz das Ding überhitzen lassen. So, dann ist es nämlich gleich wieder einsatzbereit. Ich glaube, das ist schon die vorletzte jetzt. Ja, genau. Da hinten müsste irgendwo... Genau. Wo denn? Da hinten? Wie soll ich da hinkommen? Der ist aber an einer ganz anderen Stelle als beim letzten Mal. Das ist interessant. Der ist aber vollkommen an einer anderen Stelle. Okay. Escape Pod ist gut. Oh, Moment. Ein Aufladen für unser Ionending. Das ist ganz nützlich, glaube ich. Den haben wir. Ah, da sind sie ja schon. Unsere Freunde. Oh, wo denn? Ah. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich etwas unwohl fühle? Ich glaube, da haben wir unser ATST gefunden. Das ist schlecht. Ich hau mal kurz ab. Darunter kann ich nicht. Ich verstecke mich mal kurz hinterm Stein. Regeneriere dich. Das wäre angewandt. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich werde jetzt sterben, definitiv. Geh weg! Ah, hau ab, hau ab, hau ab! Ah! Geht weg! Och nö! Ja, ich habe hier regeneriert. Wunderbar. Versteck mich mal kurz hier hinten. Gott, ist das anstrengend gerade. Das ist die letzte Welle. Komm schon, das kriegen wir hin, ohne drauf zu gehen. Den haben wir auch. Es ist nur noch der ATST da. Den kriegen wir ja wohl irgendwie down. Komm um die Ecke. Na, Kleiner? Bitteschön. Würde gerade zu gerne... Okay, schlechte Idee. Schlechte Idee. Ich merk's schon. Ich merk's schon. Ja, der ist im chronischen Nachteil gerade. Der muss halt extra immer hier auch rumlatschen. Und hier rein kommt er nicht. Na, bist du fett dafür, was? Oh Gottes Willen, du kommst hier doch rein. Chronischer Nachteil, so viel dazu. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Terminal Imploder. Sehr gut, wo ist er? Zeige dich, du Sau. Du Sau. Das lief schon mal besser als gerade eben. Ein bisschen schneller. Und wir haben zum Schluss noch ein Pickup eingesammelt. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber wir waren gut. Gefühlt. Wenn auch ein bisschen spannender als beim letzten Mal. Schön. Das war doch cool. Aber auch genug. Interessanter Modus. Das ist praktisch gesehen wie... Es ist halt ein Survival-Modus. Okay, es ist nichts so Besonderes. Aber trotzdem, einen Star Wars Survival Modus gab es halt irgendwie noch nicht. Und das könnte, glaube ich, ganz interessant werden, wenn sie das vernünftig machen. Von daher, ich hoffe, ihr konntet euch einen guten Einblick verschaffen vom Survival Modus. Das war jetzt halt der Singleplayer, in Anführungsstrichen. Man könnte das Ganze halt auch mit irgendwem anders zusammenspielen. Aber wie gesagt, die Person habe ich gerade nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen bei dieser Survival Action. Und konntet euch nun einen guten Einblick von Star Wars Battlefront holen. Eben, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ich glaube, das war auch das letzte Video zu Star Wars Battlefront. Außer ich habe irgendwie morgen nochmal Lust dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.